Yay, yeah, wir haben es geschafft. Wir sind, also wir laufen gerade weg vom Skyline Park. Ich weiß nicht wieso, aber wir laufen gerade weg vom Skyline Park. Weil der Weg woanders lang führt. Du kannst auch gerne über die nasse Wiese laufen. Nee, nee, das passt schon. Ja, ach, da ist ein Wegweiser, cool. Ja, wir sind heute zum ersten Mal im Skyline Park. Wir freuen uns sehr, weil das ist so der Park. Oh, ihr seid jetzt auf dem Weg. Wart mir mal ab. Aber das ist so der Park, wo wir schon immer mal hin wollten. Also von den Parks in Deutschland, die wir halt noch nicht besucht ja, haben. Ja, also eigentlich der größte, den wir bisher noch nicht besucht ja, ne? haben. Ne? So. Dann kommen nur noch kleinere. Ja, genau. Wir sind sehr gespannt. Wir haben viel Negatives gehört, aber auch Positives. Und heute machen wir uns unser eigenes Bild davon. Ja. Wir sind gespannt und melden uns gleich aus dem Park zurück. Yeah. So, wir sind jetzt im Park und wir hatten schon das erste positive Erlebnis. Moment, noch ein. Parken gratis. Okay, aber wir sind ja nicht im Auto da, aber trotzdem parken gratis. Und wir waren ja gestern auf dem Oktoberfest. Da steht jetzt die Wildwasserbahn, die sonst hier im Skyline Park steht. Und wir dachten uns schon, ja, blöd, jetzt müssten wir dafür bezahlen. Hier hatten wir sie kostenlos, also im Preis mit drin fahren können. Jetzt haben wir in der Kasse Tickets dafür bekommen. Das heißt, wir können jetzt auf dem Oktoberfest die Wildwasserbahn fahren. Geil. Sozusagen. Gratis. Ja, sozusagen gratis, also durch den Skyline Park sozusagen. Mega cool. Voll cool. Oh mein Gott, ich hatte, glaube ich, in meinem Leben noch nie so viel Angst. Oder aber... Angst oder nicht? Angst. Angst. Oh Gott, ich habe so Angst und ich mache das jetzt und ich mache es vielleicht einmal und nie wieder. Ich mache es einfach, damit ich es einmal gemacht habe. Und ich glaube, Annemarie, dass es geil ist, aber ich habe einfach so Angst davor. Egal. Bringen wir es hinter uns. Ja, ich will zuerst, sonst traue ich mich nicht mehr. Und wir haben es uns schlimmer vorgestellt, als es letztendlich war. Okay, wir fahren jetzt. Wie heißt das Ding? Skyspin. Wie heißt das? Annemarie? Skyspin. Doch, Skyspin! Ha! Oh!
Achterbahn war so toll. Die war so toll. Die fuhr sich so toll. Und du hast gesagt, sie ist 50 Jahre alt, ne? Ja, ich glaube so. Ungefähr jetzt. Also, sie ist bestimmt alt, aber die fährt sich so toll. Die ist toll, oder? Die ist laut. Ja, aber die fährt sich richtig toll. Ja, ist cool. Oh, ich liebe diese Achterbahn. Die müssen wir noch mal bestimmt, fahren. Es wäre bestimmt meine Lieblingsachterbahn im Skyline Park, glaube ich. Ich bin ja noch nicht alle gefahren. Ja? Ich werde den Dragster fahren sehen, aber ich weiß nicht, mit oder ohne Leuten. Ja, jetzt gucken wir mal. Sky Dragster wissen wir nicht, ob das heute fährt. Ist ja noch so Testbetrieb. Oder so. Geht Aquanura wieder los hinter mir. Wir gucken mal, wir hoffen mal, aber wenn es nicht fährt, dann sind wir auch nicht traurig, weil wir haben uns darauf eingestellt. Ja, Sky Dragster steht geschlossen aktuell, vorübergehend geschlossen steht. Wir wählen für Sie an. Bitte diese Fläche drehen. Okay. Jetzt wollen wir erstmal den Propeller hier fahren. Ja. Also das ist echt voll der Thrillpark hier, ne? Ist echt so. Ja, ist echt so. Ja. Oh mein Gott, nein. Oh Gott, ist das hoch. Oh Gott, ist das hoch. Oh Gott. Oh Gott. Es tut mir leid, dass ich schreie. Und ich hatte vor dieser scheiß Kugel Angst. Oh mein Gott. Also zu diesem Propeller sage ich einfach mal nichts. Ihr habt es ja gehört. Im On-Ride-Video und im Off-Ride-Video wahrscheinlich auch. Ja, Matthias ist wieder ausgestiegen, weil er keine Freigabe hatte. Das heißt, ich musste das ganz alleine fahren, dass es nicht unbedingt besser gemacht hat. Aber wobei, ja gut. Mit Matthias wäre es vielleicht auch nicht besser gewesen. Jedenfalls, hier ist diese Fläche, wo sonst die Wildwasserbahn steht. Ich finde es noch lustig, das mal zu sehen. Ja, so frei, ohne Wildwasserbahn, ohne nix. Habe ich noch nie gesehen, sowas. Interessant. Aber wie man auch hier wieder sieht, finde ich, dass hier im Park ziemlich viel einfach lieblos rumsteht, was ich auch erwartet habe, was ein bisschen schade ist. Aber ja, ansonsten hat der Park viel Grünfläche und See und so weiter. Das ist schon ganz gut. Halt die Attraktionen sind halt sehr lieblos. Wo sind eigentlich die anderen? Frage ich mich gerade. Ich laufe hier rum und die sind irgendwie weg. Ich muss die mal kurz suchen. Lieblingsfahrgeschäft auf der Kirmes. High Energy! Hier ist, glaube ich, Sky Jets oder Sky Jets. Was ich noch sagen wollte, sorry, wenn während dem Online-Video diese Bentley hier immer ins Bild kommt, habe ich während der Fahrt gemerkt und dann die versucht, die irgendwo zu verstecken. Ja, tut mir leid, ich habe es jetzt gefixt, das sollte nicht mehr passieren. Ja, wir fahren jetzt Sky Jet, heißt es, glaube ich. Was ist denn das hier? Sieht ja komisch aus. Ja, bin mal gespannt, ob es genauso cool ist wie auf der Kirmes.
War ganz cool. Ich fand es auf der Kirmes irgendwie cooler, aber so ein Ding, okay, trotzdem, das ist ja immer so ein bisschen, es kommt immer darauf an, wie es beladen ist und wo man sitzt und je nachdem ist es dann krasser oder weniger krass. Der kommt gerade wegen uns zu seinem Fahren. Oh, der Off-Rider kommt gerade wegen uns, voll krass. Ja, es ist ein bisschen schwierig, hier Off-Ride-Aufnahmen zu machen, weil wir A, immer sofort einsteigen können und B, es nur für uns fährt. Also, aber wir fahren jetzt hier Wild and Wet. Und ich finde den Fahrstuhl extrem cool. Hui! Jetzt habe ich Angst. Offiziell laut Skyline Park. Egal. Das war nicht so geil. Und ja, was soll ich sagen? Ich stand in dem Boot, wollte den Sitz trocken wischen mit meinen Händen. Ich stand ganz offensichtlich in dem Boot noch. Was macht der Operator? Drückt auf Start. Das ist mir schon zum zweiten Mal. Ey, hier steht ja so ein. Wie nennt man die Dinger? SPF-Visa. Ja, genau. Ich wusste gar nicht, dass die hier so eins haben. Ist das hier die 8er-Version oder die doppelte Version? Ah. Ja, jetzt fahren wir halt dieses Kidspin. Count is Count, ne? Kidspin. Huhu. Ehrlich sagen, mittlerweile ist mir ein bisschen schlecht. Wir sind jetzt Skywheel? Ist das nicht offensichtlich? Ja, wir sind jetzt so viele sich drehende Sachen in kurzer Zeit gefahren. Ich glaube, ich kann das nicht so ab. Aber ich muss auch sagen, die anderen sind nicht so viele Sachen wie ich gefahren. Ich bin alles gefahren. Die anderen nicht. Die anderen haben bei ein paar Sachen gekniffen. Jetzt fahren wir das Skywheel. Ja. Jetzt fahren wir das Skywheel, das dreht sich nur einmal oder zweimal. Fährst du zweimal durch? Zweimal. Okay, das schaffe ich auch noch. Kein Problem. Ich glaube,
endlich sind wir es mal gefahren. Ich wollte schon immer mal fahren. Der Eingang? Weil es irgendwas Besonderes ist. Dich hat es ein bisschen fertig gemacht, ne? Ja, ich kann über Kopf stehen bleiben, liegt echt nicht so ab. Ja, was bleibt da nicht lange stehen? Lange ich fand es nicht so. Es war ungefähr so, wie ich es erwartet habe. So, hier ist es ziemlich laut. Hier ist ein Autoscooter. Und den fahren wir jetzt. Ich fand das Teil einfach. So weird mit den Füßen. Oh! Matthias muss darüber gucken, man sieht die Sachen. Da. Ich mach ein bisschen so. Gefahren. Mega komisch, aber irgendwie cool. Ich bin noch nie sowas gefahren. Jetzt geht es weiter mit der Bobcat-Bahn. Ich liebe Bobcat-Bahn. Mal gucken, ob die cool ist. Hoffentlich. Dollar erschrocken. Und wie war's? Die war geil. Airtime! Die war geil. Bisher das beste Layout. Die war echt mega cool. Die hatten so Airtime-Hügel drin, aber sie hat geschlagen, ne? Ja, das waren sie alle. Ja, aber die besonders fand ich jetzt. Aber egal, die war cool. Okay. Was ist die Fahrt? Was ist die Fahrt? Was ist die Fahrt?
Ja, zum Essen wollte ich sagen, also ich bin mega überrascht, weil das war so lecker und so günstig. Das hat die Käsespätzle, die ich hatte, und ein kleiner Salat hat zusammen 8,20 gekostet. Das ist, keine Ahnung, so Preise bin ich mir nicht gewohnt aus Freizeitparks. Und es hat echt gut geschmeckt, also Essen kann man hier echt empfehlen im Park. Nicht nur über die große Attraktion. Schaukel, mal gucken, was passiert. Wir hatten die geilste Evakuierung. Ja. Mit dem Super Splash im Panzerpark. Oh Mann, direkt nach dem Essen ist das eine gute Idee. Ja, wir müssen auch den Rotor fahren. Oh Gott. Oh, ja, das stimmt. Ich will wissen, was da hinten drin aussieht. Oh, jetzt hört er auf. Ja, wir befinden uns gerade in einer Sunkit-Hege-Ecke und haben gesehen, dass hier ein Butterfly steht. Wir wussten nicht, dass der Skyline Park einen Butterfly hat. Aber jedenfalls, jetzt müssen wir den halt fahren. Wer schafft das? Wer schafft's? Wie ist Mist hier oben? Butterfly! Nicht drauf, Bobby! Person, nicht nur als einzige erwachsene Person, sondern wirklich als einzige Person in einer Kindereisenbahn und fahre hier meine Runden. Und hier sind drei Oktopusse im Wald. Wieso sind hier Oktopusse im Wald? Da ist einer. Warum? Skyline Park, warum? Matthias fährt das jetzt alleine und wir chillen hier. Scheinbar ist das alles, was das Ding kann. Ich höre schon Matthias Gedanken so, Scheiße, warum mache ich das? Matthias, wie fühlst du dich jetzt? Verarscht! Matthias unbedingt fahren wollte und jetzt er weint jetzt schon, weil er nasse Füße hat. Na, Matthias, wie ist? Das ist geil. Die einzige Themenfahrt im Skyline Park dürfen wir nicht fahren, weil wir erwachsen sind. Uns wurde dafür jetzt Zero Gravity ans Herz gelegt, da gehen wir jetzt hin und hoffen, dass das ein Trost ist für uns. Bist du
10 Masken an. Alter, ich hab Gehprobleme. Wo sind wir hier? Hilfe, ich bin in der Hölle. Oh mein Gott, das ist gerade. Sind wir tot? Nee, ich bin mir nicht sicher. Das hört sich komisch an, das sieht komisch aus. Es macht. Ach, das hört sich komisch an, hatte ich schon gesagt. Aber egal, wir fahren es jetzt. So ist hier gar nicht. Ja, wir freuen uns, dass es fährt. Matthias, wir erwähnen, dass es unnötig ist für dich. Ja, wir konnten, wie ihr gesehen habt, doch noch den Skydragster fahren heute. Daumen hoch für den Skyline Park. Und ja, was sagen wir dazu? Ist was ganz Neues für uns, ne? Ist ganz nett. Ist cool, macht Spaß. Der Launch ist cool, die Bremse direkt nach dem Launch auch. Das Steile am Ende, ich finde es cool, dass man so hängt da irgendwie, finde ich cool. Ja. Aber so im Gesamten ist es eher unnötig eigentlich, oder? Ja, es macht schon. Es macht Spaß, aber es ist einfach so aufwendig, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, was das kostet. Aber für einen Talkshow, Ersepark oder sowas ist das cool. So eine Alternative zu Bobcart-Bahn. Yes, genau so kann man es sehen. Wir gehen gerade wieder den Weg zurück zum Bahnhof, aber das Video ist noch nicht ganz vorbei, weil es fehlt ja noch die Wildwasserbahn aus dem Skyline Park. Da gehen wir jetzt hin, die gehen wir jetzt fahren. Das kommt natürlich auch noch in dieses Video, weil die gehört zum Skyline Park. Aber wir dachten, wir nutzen den Weg zum Bahnhof, um kurz unser Fazit zum Skyline Park zu erzählen. Und ja, Fazit. Möchtest du was dazu sagen? Das heißt Fazit. Sorry, trotzdem. Ja, man hört ja immer, es ist ganz schlecht oder ganz toll. Nee, ich höre nur ganz schlecht oder gar nicht so schlecht. Ah ja, okay. Ich fand's auch gar nicht so schlecht. Ja. Ich fand's ganz süß. Es hat süße Bereiche, der Park, ich finde den Park ziemlich gepflegt. Also so sehr sauber. Aber das Problem, hab's schon erwähnt, dass mit den Attraktionen, dass die halt so wirklich wie auf einer Kirmes da rumstehen. Es sind Kirmesattraktionen, aber man könnte es trotzdem ein bisschen besser gestalten, finde ich. Das ja, finde ich halt schade. Echt. Aber der Skyline Park ist echt was für Thrillseeker. Ja. Also der hat so krasse Attraktionen. Ich bin so alle. Ja, wir sind echt an unsere Grenzen gekommen heute, glaube ich. Also so krass hatte ich das noch nie in einem Park. Ich glaube, es liegt auch daran, dass wir einfach total viel gefahren sind und ohne irgendwie, also ohne große Pausen dazwischen, weil einfach nichts los war heute. Echt nichts. Ja, also wir können, glaube ich, den Skyline Park empfehlen, wenn man hier in der Nähe ist. Jo. Guckt euch das an. Zu Halloween gibt es ja auch Mazes und so. Und genau, zu Halloween Musical. Gibt es hier. Genau. Aber das können wir uns leider nicht angucken. Leider nicht. Schade. Wir lieben Halloween. Aus. Ja, genau. Wir melden uns dann gleich von der Wiesn zurück. Arschkalt.
Und wir fahren jetzt Wildwasserbahn. Oh mein Gott, ist die hoch. Die ist verdammt hoch. Niemand will das fahren. Nein. Niemand. Niemand. Es fährt leer. Und wir steigen jetzt ein und hoffen, dass wir nicht so nass werden. Thank you.